Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Diablo 3. Ich bin hier mittlerweile ja auch bei Reaper of Souls angekommen, habe ja schon ein paar Live-Folgen gepostet hier mit dem Baba. Der hat sich ja nun wirklich in der Zeit ein wenig verändert, aber ich dachte mir, komm, machen wir doch wenigstens die Quest zu Ende. Also die Storyline, die sollten wir ja vielleicht schon noch Ben, die habe ich ja mittendrin, irgendwie habe ich ja aufgehört. Was heißt mittendrin? Aber hier kurz vor knapp. Und ja, das peitschen wir gerade noch durch, dachte ich mir. Das müsste jetzt kein Problem sein, dürfte jetzt kein Problem sein. Aber es kann ja nicht sein, dass die. Jetzt habe ich das abgebrochen. Und die Story läuft ja eigentlich. Ich habe in dem anderen Let's Play jetzt immer erzählt, oh, guckt euch die Story hier an und jetzt breche ich die hier ab. Kann ja nicht sein. Was ist das hier für ein Erfolg? Braucht ihr das hier nicht? Ach doch, da. Aha, okay. Wie auch immer. Wir hauen das jetzt hier durch. Ich mache schon relativ viel Schaden hier für den normalen Modus, würde ich sagen. Die Gegner hier dürften nicht so das Problem werden. Oh, guck mal. Wir könnten jetzt dem Templer auch noch ein paar Bonus-Features geben. Aber darauf verzichte ich jetzt gerade einfach mal. Ich habe keine Lust, dem jetzt die Items in den Rachen zu werfen. Beziehungsweise meine Steine und die dann da wieder rauszuholen. Der silberne Turm, Ebene 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir machen den fünften Akt auch einfach noch schnell durch. Dann haben wir's, ne? Kann ja nicht sein, dass das hier, dass wir das nicht haben. Geht ja nicht. Das geht nicht an. Hör doch auf zu erzählen. Mach doch einfach. Ich weiß ja, dass du dich verwandelst. Ja. Aspekt der Pein. Andariels Diener. Aha. So, das war's dann auch schon. Und weiter geht's. Huah. Ich könnte euch kurz auch noch mein Gear zeigen, damit ihr seht, womit der Baba hier so kämpft. Aber mittlerweile sind da so ein paar Sachen dabei, die können sich eigentlich schon sehen lassen. Natürlich ist das alles nicht alles so toll, aber so ein, zwei Gegenstände sind gar nicht so schlecht. Und dafür habe ich natürlich auch ewige Rifts und Bounties gemacht. Und irgendwie droppt im Moment nichts Vernünftiges. Man kann stundenlang spielen und bekommt einfach keine Items. Ein paar Schatten. Können wir immer alle mal auf eine Stelle ziehen hier vielleicht. Und ich hier nicht einmal quer über die Map laufen muss, um die zu bekämpfen. Oh ja, guck mal. Ich glaube, das geht relativ schnell hier. Ich würde auch lieber wieder ein paar Rifts machen. Irgendwas, was mich hier mit dem Baba weiterbringt. Aber ich denke mir, wir können nicht einfach die Story aussetzen. Wir müssen das ja schon. Wenn man irgendwas anfängt, sollte man das vielleicht dann auch zu Ende bringen. Ich habe auch noch eine andere Aufnahme, die ich vorbereite im Moment für euch. Also ein neues Spiel. Ja. Das will auch noch weitergespielt werden. Deswegen muss das hier alles ein bisschen schneller gehen. Wer ist denn hier noch? Ach so. Na. Sag doch was, dass du da noch stehst und bekämpft werden willst. Das habe ich doch nicht gesehen. Oh, guck mal. Blähdarm. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Wo zeigt denn der Pfeil dahin? Hier geht es doch gar nicht weiter. Müssen wir denn hin?
hier hoch? Dann hier runter. Ah, hier geht es weiter, glaube ich. Das ist so geil mit dem Wirbelwind und der Wut, die man plus kriegt, wenn man einen Gegner trifft, kann man quasi unendlich lange hier wirbeln. Vorausgesetzt, denn es sind der Gegner da. Speicherpunkt. Speicherpunkt erreicht. Juhu. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, das ist gut. Oh, Diablo hat was zu erzählen. Und ein Video. Kommt auch noch. Isual, der ehemalige Leutnant von Tyrael. Er hält auch nicht so viel aus. Den kriegen wir auch kaputt. Ey. Sogar ziemlich schnell. Was hat die Karte? Hier hoch. Okay, dann mache ich das. Hier droppen wir mal gerade ein paar Gegner, die dann natürlich aber nichts droppen. Ein Magiesmarkt. Das sind die Steine, die ich brauche. Der Juwelier wird sauteuer. Man kann innerhalb von wenigen Minuten sehr viele Millionen ausgeben. Das ist ziemlich mies. So, machen wir den Hauptmann noch. Der wird sich ja jetzt auch verwandeln. Ich pulle mir mal in der Zeit hier die Gegner. Wenn wir die schon mal besiegen können. Ist das schon der Hauptmann hier? Wahrscheinlich, ne? Naja, immerhin lassen sie Geld fallen. Das ist ja schon mal was wert. Und so ein paar Erfahrungspunkte bringt es ja auch. Auch wenn es nicht wirklich viele sind. Noch kein Erfahrungsbonus drin. Also keinen richtigen. Ja. Naja. Wir machen das ja auch hier nur für die Story. Und für die Komplettheit dieses Let's Plays. Damit wir das wirklich abschließen können. Ich werde dann sicherlich nochmal hier und da ein paar Rifts mit streamen und ein paar Bounties. Können wir auch mal zusammen machen. Vielleicht auch mit dem Kreuzritter. Schauen wir mal. Wiederverwertbare Teile. Na, kommen hier noch ein paar Gegner vielleicht? Hm? Also eine Million Crit ist im Moment schon ganz gut. Also für meine Verhältnisse. Natürlich ist das noch nicht gut, aber... ist schon okay. Ich bin da ganz positiver Dinge, dass das sich bald auch noch ändert. Wir dann auf jeden Fall die Millionen noch beim normalen Schaden locker knacken. Das dürfte eigentlich, sollte das kein Problem sein. Wenn man natürlich die richtige Ausrüstung findet. Ohne die wird es nicht gehen. Manchmal ist es ja auch nur ein Item, was das ausmacht. Wenn es denn dementsprechend gut ist. Nun ja. Den ganzen gelben Kram, den ich jetzt hier gerade so finde, der wird einfach beim Händler landen. Weil ich Geld brauche. 3 Millionen habe ich gerade. Das reicht mir nicht.
Das sind zwei Steine oder so und dann ist das alles wieder weg. Oder wenn man hier die Fertigkeiten umrollt bei der Hexe da, dann ist das Geld auch ganz schnell wieder weg. Und das muss man leider relativ häufig machen, weil da immer irgendwelche Fertigkeiten sind auf den Waffen, die man nicht gebrauchen kann. Und dann braucht man natürlich noch eine Menge Glück. Ja. Ich bin übrigens echt sehr positiv überrascht von dem Abenteuermodus. Macht wirklich Spaß, obwohl man das Spiel eigentlich schon lange durch hat. Und trotzdem verbringt man noch viele, viele Stunden. Hallo? Viele, viele Stunden mit diesem Spiel. Oder kann man, wenn man denn möchte. Dann kann man sich auch absolut nicht mehr über den Preis von diesem Add-on beschweren. Es ist wirklich, es sind wahnsinnig viele neue Inhalte und sehr, sehr viele Stunden Spielspaß garantiert eigentlich, wenn man sich drauf einlässt. Wenn man natürlich nach der Story Schluss macht, ist es nicht ganz so viel. Außer man macht natürlich jeden Charakter. Dann schon ein Video. Euer an sich schon. Ja, was willst du? Huch. Wir machen den Weg frei. Das Licht von irgendwem. Entschuldigung. Ja. Das machen wir. Das ist gar kein Problem. Auch wenn ich nicht ganz so viel Schaden mache, ich halte ziemlich viel aus und daher mache ich mir bei Diablo echt keine Gedanken. Findet Diablo. Guck mal, da ist der Templer weg, das heißt Diablo ist da. Hier brechen schon die Statuen weg. Und froh sein, dass der Weg da gehalten hat, dann wäre es schon zu Ende gewesen eigentlich. Das hätte Diablo eigentlich nur bekämpfen müssen. Naja. Was bist du? Na komm her, Schatzi. Ach, jetzt lauf doch nicht weg. Ah, guck mal, wie schnell das geht. Er hat ja jetzt schon gleich die Hälfte weg. Werden wir hier noch in die nächste Dimension verbannt? In die Legion des Grauens? Guck mal, unser Schattenklon ist da. Hallo, Mr. Schattenklon.
Eigentlich war das jetzt nicht so das Problem, oder? Ich weiß ja nicht, was er so für Kämpfe sieht hier, aber sieht ja wohl eher danach aus, dass ich da relativ gut mit fertig werde. Guck mal, da bist du beim Sprechen gestorben. Nicht so viel reden, lieber kämpfen. Das wäre doch mein Motto für dich. Bla bla bla. Ist das so? Das glaube ich doch nicht, Mister. Das glaube ich nicht. Jetzt hat er mich doch gefangen hier in diesem komischen Käfig. Und tot. Das oberste Übel ist besiegt. Wobei, das ist ja gar nicht mehr das oberste Übel eigentlich, oder? Guck mal, da kommen sie alle. Oh, Rubine, Smaragde. Und ein paar gelbe Waffen. Und ein bisschen Auriel. Können wir davon irgendwas benutzen? Nö, ne? Nee. Das kommt alles weg. Jo. Auf in den nächsten Akt. Akt 5. Akt 5, Akt 5, Akt 5. Juhu. Zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Die Musik ist schon ein bisschen episch, ne? Finde ich. Heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Hey, na dann. Wollen wir doch mal den fünften Akt
bestreiten. Die wird es jetzt auch gleich deutlich schwerer werden. Es ist ja wirklich so, dass die Schwierigkeitsstufe im fünften Akt selber wahnsinnig stark ansteigt. Ach, hier darf ich noch nicht weiter, okay. Dann warte ich noch. Mache ich ein bisschen was kaputt. Aha, betretet Westmark. Da machen wir das. Hallo Westmark. Ja, ich mag es, Dinge kaputt zu machen. Machst du den noch tot, bitte? Danke. Oh Gott, das Tor ist verschlossen. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn bloß? Ich renne jetzt hier einfach durch. Wir machen sie alle fertig. Kommt alle her. Hier sind hier noch ein paar Blechhaufen. So. Da fackeln wir gar nicht lange. Guck mal, die Kanalisation. Hallo. Ja, die Gitter bringen auf jeden Fall viel gegen unerwünschte Eindringlinge. Merkt man ja gerade. Ist wirklich Wahnsinn, was die abhalten. Haben uns richtig aufgehalten. Händler. Aha, hier kann ich mal meinen Kram verkaufen. So, zack, 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 zack. Nee. Nein, nein, nein. Den behalte ich doch bitte. Das Handwerksmaterial brauchen wir. Betretet Westmark. Mach mal. So, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich den fünften Akt durchpeitsche hier. Ich werde mal gucken, dass die Folgen hier nicht vor den anderen kommen, die ich mit dem Kreuzritter aufgenommen habe. Damit ich hier nicht alles vorwegnehme. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo wir da sind. Mit dem Kreuzritter. Auf jeden Fall ist der fünfte Akt super gestaltet, finde ich. Mit diesen ganzen Ereignissen, die da noch so nebenbei laufen. Das ist echt